Ja, Sie haben ja auch eine Künstlerin, es ist die Nisha, mit der hat er zusammen im Studio gearbeitet. Wie sehr konnte er sich denn für Sie begeistern? Das war eine ganz außergewöhnliche Situation, weil er das eigentlich grundsätzlich nicht gemacht hat. Er hat mit niemandem zusammengearbeitet. Er war der Megastar und das war's. Ich weiß nicht, was da passiert war. Er hatte ein Lied gemacht und er hatte eine Idee für ein Musical. Und die Nische hat anscheinend genau in seine Idee gepasst. Das sind Zufälle, wie sowas passiert. Es war, er hat sich ziemlich verändert gehabt in dem Moment. Er war lustig, er hat Ideen reingebracht, er hat mit ihr gearbeitet. Und ich glaube, das war eine Umsetzung. Er hat ja viele Songs auf der Range, er hat unendlich viele Songs. Es war eine ganz neue Situation und sie passte halt genau in das Schema. So, für sie ist eine Welt zusammengebrochen, als das passiert ist. Deshalb habe ich sie zu mir geholt. Jetzt haben wir eine Veröffentlichung gemacht mit die erste Blu-ray, DVD und CD. Und jetzt kommt die Single. Jetzt hoffen wir, dass sie das Glück hat, dieses umzusetzen, was sie bei ihm gelernt hat. Sie singt ja auch einen Song von ihm. Den Earth Song gemacht als Tribute to Michael und den haben wir bei dem Energy Globe in Prag aufgeführt mit dem Gospelchor. Es hätte gut gefallen dem Michael und daraufhin kam dann die Bravo und sie ist sofort auf Nummer 1 gegangen mit Hero in Tschechien. So, wir hoffen, dass das auch woanders so erfolgreich weitergeht. Das wäre schön.